Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong 64. Ja, neue Folge, neues Glück. Auch neue Session, neues Glück. Ich bin dahin zurückgegangen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Da hinten haben wir mit Lenky eine goldene Banane geholt. Und jetzt holen wir diese goldene oder versuchen wir zumindest die goldene Banane mit Donkey Kong hier zu holen. Mit der zweiten Musikplatte bei den Häusern in der Kristallkaverne. Ja, in der heutigen Session, wenn alles gut geht, haben wir nochmal die Little Toll dabei. Mrs. Little Toll. Aber ich fange jetzt einfach erstmal so an. Und da oben hängt eine goldene Banane. Ja, schön. Kamera, was machst du mit mir? Ja, schön. Mit Donkey Kong haben wir die ersten 100 goldenen Bananen. Ich gucke mich mal eben um. Okay. Das sieht nach einer Art Memory aus. Okay, ich gehe davon aus, wir haben hier eine beschränkte Zeit oder so. Ich fange einfach mal mit Blau an. So, gehen wir rüber. So, dann hier den Blauen. Dann nehmen wir mal hier die... Ja, das hört sich gut an. Nehmen wir Gelb, Gelb. Rot. Okay. Hallo. Drehen. Dreh dich, dreh dich. So, rot war das. Dom. Grün. Drehen. Hallo, drehen. Hallo. Ah, diese Steuerung. Was haben wir denn jetzt gedrückt? Grün, ne? Ja, grün. So. Lila. Lila. Oh, das wird knapp. Orange. Scheiße, es klappt nicht mehr. Nein! Scheiße. Okay, hier war aber noch diese K-Rule-Platte. Dann holen wir uns halt zuerst mal hier die Krone. Also, ich versuche zumindest mir hier die Krone zu holen. Die Dinger werden ja auch immer schwieriger. Blanke Panik. Nein, oh, fuck! Okay. Dann müssen wir einfach den Ultra-Angriff machen. Das kostet zwar Kristallkokosnüsse, aber das ist mir egal. Denn damit gehen die sofort instant down. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Okay. Das war kein... Mein Gott. Immerhin ist das Spiel jetzt resettet. Das heißt, wir brauchen hier nicht rausgehen aus dem Haus und wieder reingehen. Wir können einfach direkt das nächste Mal mit dem Memory anfangen. Sollte aber beim zweiten Versuch gehen. Also es sieht jetzt nicht so schwierig aus. Okay. Na, oh, was? Unfassbar. Okay, wir spielen Memory. Ich guck nochmal kurz da hoch. Grün war es nicht. Blau und Rot. Dann fangen wir einfach wieder mit Blau an. So, Lenky. Hallo. Manchmal kommt es mir so vor, als wäre hier ein wenig Verzögerung drin. Als würde mein PC hier laggen. So. Aber ich glaube, das ist einfach, ja, die Eingabe von Donkey Kong, die nicht ganz so responsive. Responsive? Mein Gott, bin ich... Hallo. Die nicht so viele Eingaben hintereinander verkraften kann. So. Jetzt haben wir hier Orange. Ganz ruhig, Alex. Ganz ruhig. So, lila, grün, grün. Ja, diesmal sieht das doch viel besser aus. Wir haben noch 7 Sekunden. Ja, das sind die 5 Sekunden, die uns eben gefehlt haben. Wunderbar. Kommt jetzt was? Oh, Banana. Sehr schön, sehr schön. Wir haben eine goldene Banane. Donkey Kong. So, haben wir mit Donkey Kong die Blaupause? Haben wir mit Donkey Kong die Blaupause? Oh, wir haben mit Donkey Kong die Blaupause. Sehr schön. Das heißt, mit Donkey Kong sind wir durch. Abgesehen von der Krone, die wir noch brauchen. Holen wir sie uns schnell. Ich muss mal ganz kurz gucken. Kristallkaverne. Ja, wir haben beide haben wir beide Bananenfeen? Die eine ist so dunkel. Ne, ich glaube, die zweite haben wir noch nicht. Wo kriegen wir die denn? Ja, das werden wir bestimmt auch noch rausfinden. Okay. Vielleicht... Wir haben ja noch ein paar Aufgaben übrig. Eieiei.
Was? Hallo? Ich konnte nichts machen. Gar nichts. Okay, nochmal. Das nervt. Ist sie kleiner, die Kong-Platte, die K-Rool-Platte, als sonst? Ich meine schon. So, auf ein neues. Aber 70 Sekunden ist auch echt böse. So, jetzt kommt erstmal hier so ein normaler Fuzzi. Das habe ich noch raus. So. Jetzt kommen zwei große. Dafür nehmen wir wieder hier unsere Spezialattacke. So, wunderbar. Also bis jetzt sieht es gut aus. Okay, schnell weglaufen und bam! Alter Schwede. Wie viel Kristallkokosnüsse haben wir noch? 9. Okay. Bam. Und der nächste kommt. Bam. So. Schon wieder einer. Ach Gott. Aber ich glaube, das sollte reichen. 5 noch. Ja, das reicht auf jeden Fall. Wir dürfen nur nicht jetzt gleich hier irgendwie mal runterspringen oder so mit so einer blöden Kick-Attacke. Und wusch! Geschafft! Boah, wenn der mich jetzt noch runtergekickt hätte. Ich hab's ja kommen sehen, aber Schwein gehabt. Okay, ich sollte mal meinen Timer starten. Ja, das heißt, wir haben jetzt die Krone. Wir haben 4 von 5 Bananenmedaillen. Wir haben eine Bananenfee und wir haben, ja, uns fehlen noch 10 goldene Bananen. Davon sind allerdings 5 Stück von Blaupause. Ja. Ja. Sieht doch alles ziemlich gut aus. So. Wir hatten noch eine Diddy-Aufgabe im großen Haus. Aber die lassen wir erstmal hinten anstehen. Aber wir gehen nichtsdestotrotz gehen wir jetzt nochmal zum großen Haus und schauen uns mal an, ob es da vielleicht noch irgendwas gibt. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das nicht alles war. Oh, 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 fuck. Doch, Glück gehabt. Ich dachte, wir landen im Wasser. Hat aber gerade so gepasst. Okay, nein, ich möchte bitte nicht von deinen komischen Granaten getroffen werden. Das wäre ganz nett. Voll doll süß von dir, wenn du mich in Ruhe lässt, Zinger. Aber, naja, da machst du dir ja nicht sonderlich viel raus. Aber die Kristallkokosnüsse möchte ich trotzdem einsammeln, denn die sind mir gerade so ein bisschen ausgegangen. Immerhin haben wir diese super Attacke, denn ohne die wäre es quasi nicht möglich. Hallo! Hallo 5! Okay. Jetzt, wo wir die 5 haben, werde ich mal eben auf Lanky switchen. Denn mit Lanky Kong können wir jetzt dann seine Blaupause holen. Das habe ich noch im Hinterkopf. Da fehlte uns die 5. Habe ich mich beim letzten Mal nicht gefragt, wo die verdammt nochmal ist? Ha. Da sieht man mal, wie blind man sein kann. So, perfekt. Hau ab. Geh sterben. Stirb. Stirb. Dankeschön. So, alle Blaupausen. Alle Lanky-Bananen. Alle Lanky-Bananen? Jawohl. Leider nicht alle Lanky-goldenen Bananen, denn da müssen wir noch die schwierigste Aufgabe des Spiels lösen. Oder so ähnlich. So. Hä? Da oben ist noch eine Diddy-Platte. Okay, haben wir hier auch noch eine? Das Sabotage-Saxophon. Das ist von Tiny. Das heißt, ja, wir machen jetzt erstmal die Tiny-Aufgabe. So. Ich glaube, die hatten wir auch noch nicht gemacht. Die hier von Diddy, die lassen wir erstmal links liegen, sag ich mal. Das werde ich dann quasi... Ha, ich glaube, ich mache es als Einleitung für den nächsten Part. Werde ich dann ein bisschen aufnehmen und gucken, dass ich dann den geschafften Part reinschneide oder so. Okay. Das kann man, glaube ich, mit Granaten ganz gut lösen. Vielleicht auch nicht. Gut, dann nehmen wir halt den Shooter. Sofern das geht. Das scheint denen nicht so viel zu machen. Huch.
ja. Es scheint tatsächlich die Granate zu sein, die hier den Weg zum Ziel geben soll. Nein. Aber ich glaube, das geht in der Ego-Perspektive einfach am besten. So. Bam. Sehr schön. Holen wir uns mal eben kurz ein paar neue Granaten. Denn ich habe die gerade ein wenig verschleudert. So, und da ist noch einer. Das war's dann auch schon. Nein, bleib doch stehen. Danke. So. Gibt's jetzt eine goldene Banane, oder? Ja, perfekt. Moment, bin ich echt super zufrieden, wie mein unser Vorankommen hier ist. In jedem Part gibt es hier mehrere goldene Bananen. Das ist cool. So. Dann holen wir uns noch schnell die Bananen. Und hier waren noch irgendwo welche. Da. Okay. Und dann haben wir noch den Bananenballon. Dankeschön. Fuck! Ich hab doch ein zweites Mal auf Springen gedrückt. Na, immerhin fliegen wir nicht raus. Und immerhin sind die Gegner nicht wieder da. Alles super. So, noch mehr Bananen hier drin? Banane? Nö. Ich habe ja einen ziemlich coolen Donkey Kong Pulli. Von Annas Mutter letztes Jahr zu Weihnachten gekriegt. Den habe ich, ja, also der ist schon über ein Jahr jetzt alt, aber, super cooles Teil. Und zwar, ist da Donkey Kong drauf mit so einer Denkblase. Ja, Denkblase. Kennt man aus Comics. Diese ja, Sprechblasen, wo die Punkte davor sind. Und er kratzt sich am Kopf. Das ist einfach eine Banane nur in dieser Denkblase. Ich finde diesen Pulli super cool. Ist halt auch offizieller Nintendo-Merchandise. Und ich trage diesen Pulli einfach super gerne. Der ist braun-gelb und... Ah, total klasse, dieses Teil. So, was haben wir hier? Erstmal Vollidioten. Die ich gerade nicht angreifen kann. Bom. So, ja, wir können ja nicht springen, wenn wir Super-Attacke aufladen. Hallo? So, gut, machen wir den halt auch erstmal kaputt. Wer weiß. So, tschüss. Gibt's jetzt irgendwas Tolles? Vielleicht? Ah! Das spricht Bände. Und jetzt? Hui! Hallo? Ah, da. Frupp. Ach Gottchen. Müssen wir auch noch in die richtige Richtung lenken. So. Nein! Mann, Diddy, du bist echt zu blöd. Zu doof zum Kacken, ey. Ganz ehrlich. Was soll das denn? Hallo. Kamera, dreh dich. Dreh dich dahin. So, und jetzt wollen wir nach vorne springen. Danke, geht doch. So. Ah, ich ahne was. Das sind große Kerzenstände oder so. Jawoll. Nein. Nein. Hallo, vorwärts. Alter, was machst du denn? So. Der alte Kerzenanzündetrick. Wir haben nicht mehr viele Kristallkokosnüsse, Didi. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Perfekt. Banana. Donkey Kong! So. Oh, und eine weitere Bananenfee. Das trifft sich gut, denn jetzt kriegen wir Kristallkokosnüsse und all den Kram wieder aufgefüllt. Diesmal nehme ich auch direkt die richtige Tastenkombination für die Kamera. Das ist übrigens immer noch Z und C unten. Ach, komm. Das war doch. Mann. Spielverderber-Spiel. So, jetzt aber. Perfekt. So. Ah, wunderbar. Wunderbar, wunderbar. So, gibt's hier noch einen Bananenballon?
Nö. Weil mit Diddy fehlen uns, ja, noch 15 Bananen. Gut. Jetzt fehlt uns noch eine goldene Banane mit Tiny, eine goldene Banane mit Diddy und eine goldene Banane mit Lanky. Und wir wissen zumindest die von Diddy und die mit Lanky. Und die mit Tiny, die weiß ich. Das habe ich mal in einem Let's Play gesehen. Und ich weiß nicht, warum ich mir die noch nie geholt habe. Denn eigentlich sollte die gar nicht so schwierig sein. Wir müssen zu Cranky. Da, hier ist nämlich noch ein Kleiny Tiny Loch. Ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt drauf komme. Ich habe es jetzt nicht explizit für dieses, für diesen Part hier heute jetzt irgendwie mir angeschaut oder so. Das kommt mir gerade so in den Kopf. Und ja, das ist, glaube ich, auch dann das Letzte, was wir für diesen Part machen. Und danach werde ich dann, ja. Nee, nicht Tiny. Wir wollen zwar eine Banane mit Tiny holen, aber wir brauchen Lanky. So. Ja, und danach werde ich dann diese Aufgabe, die wir schon mal mit Little gesehen haben, die werde ich dann versuchen zu meistern. Auch wenn es wahrscheinlich nicht so einfach wird. Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Nein, immer noch nicht so. Verdammt, du sollst dich erst auf deine Hände stellen. Danke. So. Jetzt werden wir Tiny. Und hier muss irgendwo ein Kleini-Tiny-Loch sein. Das müssten wir auch, glaube ich, schon mal gesehen haben. Wo? Wo? Hallo? Da hinten? Ja, dann nehmen wir doch das hier. Das ist gut. Ich hoffe, das ist jetzt nicht das, wo wir schon mal waren, weil wir hatten hier in dieser Welt auf jeden Fall... Nee, nee, hier waren wir noch nicht. Definitiv nicht. So, und genau hier wollen wir rein. Da werden wir auch gleich mal groß. Denn, ja. Im Zweifelsfall ist hier das kleine Teil. Hier ist ein Ballon von Chunky? Wie soll man denn mit Chunky hier reinkommen? Seid ihr bescheuert? Gut. Wir machen erstmal den Bananenballon. Danach machen wir uns das Bananenfass. Bananenballerei. Okay, das hatten wir beim letzten Mal schon. Das wird ziemlich anstrengend. Aber bloß... Triff die goldene Banane, aber bloß nicht die Kongs, um abzufeuern. Treffe die Melone, um nachzuladen. Ja, bam. Wo ist sie da? Bam. Schade. Verdammt. Hallo. Ich bin zu langsam. Das gibt's doch nicht. Hallo? Ich mach schon so schnell, wie ich kann. So. Danke. Ach Gott. Und das, ihr glaubt es nicht, aber es ist wirklich verdammt schwierig. So, das müsst, ja. Oh Gott. So, jetzt die Frage, wie kommen wir mit Chunky hier hin? Oh, Banana. Dong, Donkey Kong. Perfekt. Ach so. Okay. Haben wir mit Tiny jetzt alle Bananen? 100, wunderbar. Dann holen wir uns mit Chunky jetzt auch noch diesen Bananenballon. Und dann werde ich diesen Part beenden, denn der müsste jetzt auch langsam lang genug sein. Wo ist denn... Da ist ein Wechselfass. Hallo, mein Freund, das Wechselfass. Chunky Kong. So. So. Ja, natürlich, auf die 3. So. Erstmal wieder nachdenken, was man eigentlich machen wollte. So. Shooter auspacken und abschießen. Wunderbar. Und damit hat auch Chunky all sein Zeug zusammen. Wir gucken nochmal kurz in die Statistik. Chunky hat alles. Donkey hat alles. Diddy fehlen noch ein paar Bananen und eine goldene. Lanky fehlt noch eine goldene Banane. Tiny hat alles. Wunderbar. Wir haben das Level nahezu abgeschlossen. Schön, schön. Ja, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, als dass ich euch für eure Aufmerksamkeit...
dass ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit bedanke. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und wenn ja, dann gebt einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, bis dahin sage ich einfach, keep gaming und ciao.